An der Linie angetreten und das kennt man so noch aus der Schule. Hier beim SC Cottbus Turnen geht es aber ein bisschen anders zu. Beim im April gestarteten Projekt Kinderbewegung leicht gemacht, hat das Sportmachen nichts mit abgenutzten Medizinbällen oder stumpfem Rundenlaufen zu tun. Die Kinder zwischen 4 und 6 Jahren können sich hier mehrmals die Woche sportlich erproben und das dank des Einsatzes der Cottbusser Sportfamilie. Der Stadtsportbund war von Anfang an dabei. Ich habe damals nach Partnern gesucht, welche unser Projekt vielleicht auch irgendwo unterstützen können. Und da wurde mir der Stadtsportbund empfohlen, halt auch als offene Anlaufstelle für Sport allgemein in der Stadt. Und ich habe dann Tobias Schick kennengelernt und muss wirklich sagen, man hat von Anfang an gemerkt, das ist eine Herzensangelegenheit für ihn. Er hat sich der Sache angenommen, hat mir Tipps gegeben, genauso auch wie das gesamte Team des Stadtsportbundes, hat sich angeboten zu unterstützen, zu helfen, auch Partner, weitere Partner zu finden, mit denen ich arbeiten kann. Und dann ist nach und nach dieses Projekt entstanden, welches ermöglicht hat, Kinder, egal welcher Herkunft, Einkommensstatus oder sonstigen sozialen Faktoren, Zugang zu Sport zu gewähren. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch wirklich dem Stadtsportbund dankbar. Dankbar können auch die Kleinen sein. Aus dieser Zusammenarbeit heraus hat ein Projekt den Absprung geschafft, welches allen Kids offen steht und dabei auch noch reichlich Spaß macht. Von Beginn an war klar, hier findet jedes Kind den eigenen Sportsgeist und das hat Vorbildfunktion. Wir sind ja gemeinsam im April diesen Jahres gestartet. Das neue Schuljahr hat begonnen. Ich weiß, dass es ganz viele Voranmeldungen gibt und ich weiß, und das freut mich natürlich auch, dass andere Vereine jetzt mittun wollen und ähnliche Angebote gestalten. Es ist auf Dauer von 5 Jahren. Wir haben auch eine Zuwendung erhalten und ich kann versprechen, das geht weiter und es soll sozusagen in die Sportfamilie getragen werden, damit wir noch mehr von diesen tollen Angeboten flächendeckend in allen Orts- und Stadtteilen haben. Jeder und jede soll mitmachen können. Da braucht es natürlich auch Trainerinnen und Trainer, die das bewältigen können. Freiwillige können sich dafür online melden und helfen, dieses mehr soziale als leistungssportliche Projekt zu unterstützen. Auch interessierte Eltern können sich gerne melden. Termine gibt es jetzt schon einige und es werden immer mehr. Unsere Kurse haben angefangen mit 5, 6 Kindern, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Mittlerweile sind wir schon bei 12 bis 14 Kindern und die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Vor allem durch die Kitas ist es anscheinend sehr populär geworden. Da kamen mal da vereinzelt Freunde mit und weitere Bekannte, die gern Sport machen würden. Und jetzt sind wir auch schon so weit noch zu überlegen, einen Montagskurs mit anzubieten. Ausgelastet werden hier also Kinder wie Trainer. Aber am Ende geht es um den Spaß und das Zusammensein. Und dafür powert man sich doch gerne aus.